Okay, dann öffnen wir einfach mal so die Tür und schauen uns ein bisschen um. Das ist die Tochter, okay. Wie komme ich hier hin? Red! Red! Hi! Ich bin hier, um meine Mutter zu rächen. Warte. Das war sehr kurz. Oder ich mache es einfach so. Spart mir das Ganze. Aber naja, was soll's. Oder wieder öffnen. Was ist das eigentlich für ein Raum da unten? Suchst du nach meinem Dad? Ich weiß, was passiert, wenn ich dahin gehe. Also lasse ich das. Wer bist du? Anna, ich bin Daddys Tochter. Vaters Tochter, das dachte ich mir. Ja. Warum lebt dein Vater hier, Anna? Ich wollte schon immer in einem Wald leben. Wie in einem Feenmärchen. Und er stimmte zu. Nun, wenn das so ist, warum bist du denn nicht draußen und spielst? Rennst herum und fühlst die Atmosphäre dieses Feenmärchens, nachdem du dich gesehnt hast? Das würde ich wirklich gern, aber ich bin krank. Wie auch immer, ich mache mir keine Sorgen über das alles, weil ich weiß, mein Vater versucht alles Mögliche, um mich wieder zu heilen. Bist du schon lange krank gewesen? Schon eine ganze Weile. Seitdem wir das alte Haus verlassen haben. Warum hältst du ein Messer? Ah, das. Sollte ich die Wahrheit sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube erstmal nicht. Nichts. Es hat mich halt nur jemand gefragt, ob ich das abholen könnte. Es tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe, Anna. Schlaf weiter. Ja. Ich möchte immer noch gern deinen Namen wissen. Ruby. Ich bin Ruby. Wow, was für ein wunderschöner Name. Ruby von Red, also Rot. Ruby, Rubin, Rubin, Rot. Ja, ich denke, ihr versteht das. Ich mag dich wirklich, Ruby, Schwesterherz. Schlaf schon, Anna. Hä? Das war's? Tatsache. Sehr friedvoll. Ah, das. Es tut mir leid, Anna. In der Vergangenheit war dein Vater... Nun ja. Wir waren niemals so freundlich zueinander. Ich habe vor... ihn zu töten. Und Rache an die Person zu nehmen, welche er getötet hat, als ich klein war. Du... kannst das nicht tun. Mein Vater ist ein netter Mann. Oh, dein Vater ist ein sehr böser Mensch. Ja,
Das wusstest du bis jetzt so noch nicht. Er hat dich schon dein ganzes Leben lang betrogen. Nein. Ich mag dich wirklich, Anna. Aber ich kann ihrem Vater einfach nicht vergeben. Schlaf gut, Anna. Nur für ein Weilchen. Und alles wird in Ordnung sein. Vater! Daddy! Hör auf rumzuschreien. Daddy! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufhören? Ich wollte das nicht. Ich wollte dir das nicht antun, Anna. Es tut mir leid, ich... Was passiert? Großartig. Was passiert, wenn ich stillstehe? Wahrscheinlich wird das Spiel dann wahrscheinlich gleich enden. Warum hast du meine Tochter getötet, Red? Warum? Ich hätte niemals in den Plan eines Vaters einwilligen sollen. Ich bin solch ein Narr. Alles nur, weil ich dich retten wollte, wurde mir alles weggenommen. Sogar Anna. Aber mach dir keine Sorgen. Es gibt einen Weg für mich, dass ich Anna wiedersehen kann. Und ich werde sicherstellen, dass du von oben sie niemals sehen würdest. Und dass ich dich niemals sehen werde. Warte auf mich, Anna. Nur noch wenige Minuten. Versuche, die Fesseln zu lösen. Zum Glück hat er nicht daran gedacht, meine Beine zu fesseln. Oder vielleicht ist er einfach zu dämlich, daran zu denken. Gefunden. Was mache ich da? Little Red Riding Hood, Cinderella. Immer noch das. Nichts Wichtiges innen drin. Okay. Immer noch der Balkon? Ja. Was ist das für eine Flasche? Eine halb ausgetrunkene Flasche voll Wein. Die ist verschlossen. Na dann.
Kann ich den Raum einfach verlassen? Nein. Es hätte nichts damit zu tun. Ihre Krankheit. Alles, was ich wollte, war sie auf dem leichtesten Weg versterben zu lassen. Als ihr Vater, mit ihrem Vater an ihrer Seite, bevor sie... Das war ein Unfall. Ich hatte niemals vor, sie zu verletzen. Du weißt, der Einzige, den ich jemals töten wollte, das bist du, richtig? Seitdem du meine Mutter getötet hast, seitdem mein Vater starb, ich bin seitdem in Hass aufgewachsen. Für dich. Red. Ich wünschte, alles wäre so einfach. Seitdem du jung warst, warst du, schienst du mir niemals normal. Nach all dem, nachdem etwas mit deiner Mutter passiert ist. Dein Vater wollte nicht in dieser Misere leben, also hat er mich mit einem Experiment beauftragt, um dich glücklich zu machen. Bin ich jetzt glücklich? Ich bin tot. Wow. Kommst du zu dem Baum, wo der Henker? Ich bleib still. Geh, Red. Geh zurück nach Hause. Deine Rache war erfolgreich. Geh! Kannst du sowas von vergessen? Bist du jetzt glücklich, Red? Okay. Ich habe genug getan. Ich habe eine unschuldige Person ermordet. Ich hätte das nicht tun sollen. Das, was mit der Mutter passiert ist. Sie ist verstorben, irgendwie. Wir können uns laut Angaben des Arztes nicht richtig erinnern. Der Arzt und der Vater kannten sich. Wahrscheinlich kannte der Arzt auch die Mutter. Und wir haben eine Akte mit Amnesie gefunden. Und er hat geforscht, wie man die hervorrufen kann. Das heißt, vielleicht haben wir die Mutter ermordet, als wir klein waren. Und der Vater wollte nicht, dass wir mit diesen Erinnerungen aufwachsen. Wollte selber nicht in dieser Misere leben. Kontaktierte den Arzt. Dieser gab uns einen Trunk. Ein Mittel, welches uns das Ganze ein bisschen vergessen lässt. Dieser hat nicht ganz funktioniert. So hatten wir noch verschwommene Erinnerungen an die Vergangenheit. Und nach dem, was uns unser Vater erzählt hatte, entstanden wieder neue Erinnerungen. Das heißt, beide Erinnerungen vermischten sich
Und so entstand halt dieser Mörder, der Arzt, welcher nie meine Mutter ermordet hat. Was lernen wir daraus? Was ich mal sage, die Wahrheit ist nicht in Schwarz-Weiß. Es gibt immer Graustufen. Mit diesen Worten freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Was denkt ihr dazu? Eine Bewertung ist auch mal ganz nett. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Bye, bye.